den gehen lassen. Wir sind nach dem Stream mit dem Ruderboot noch zu dieser kleinen Insel gefahren, wo die Scheiße gerade am Eskalieren ist bei Blue Wolf und mir. Kannst du mal einen Link in den Chat mit reinhauen, wenn du möchtest, den ich gerade im Test gepostet habe? So sieht das für gesunde Leute aus, was die beiden machen. Gesunde Leute. ja, das ist, Ich nenne das von Google One runter da. OneDrive. Ja, Ich weiß, wir können Explosivwasser oder sowas haben. Es ist halt einfach irgendwie so. Ich wurde zuerst zum Ruderboot rausgespült. Dann konnte ich das Ruderboot nicht mehr erreichen, weil es über mir schwamm. Du hast sehr einen interessanten Wellengang. Ja, ich habe einen extremen Wellengang, der mich immer wieder hochschmeißt und der halt die Insel überflutet. Ruderboote schwimmen länger mit Kalko. Was? Ja. Das Ruderboot schwebte zuerst über mir drüber, dann hat das U-Boot gespielt, hat die Insel gerammt und seitdem befinde ich mich in diesem Stadium jetzt hier. Jetzt muss ich mir glatt mal deinen Stream antun. Ich glaube, ich muss eine Epilepsie-Warnung rausgeben. Also ich muss sagen, wir hatten die... Bei uns sah das besser aus, witziger. Ja, warte mal, bis ich wieder auf die Insel raufschwimme. Oh, dann geht die Scheiße wieder von vorne los. What the fuck? Ja, do it. Ja. Will sehen. Okay, ich bin drauf. Mal gucken. Ja. Oh, da drüben leuchtet was. Das ist ein Schädel. Oh, wobbel, wobbel. Jetzt passiert das, was Blue Wolf mir die ganze Zeit passiert ist. Holy shit. Nice. Wir sind halt einfach unter die Insel gefallen. Ich habe mal in Talk 3 Bild hochgeladen. Ich bin wieder von der Insel runtergekommen. Tatsächlich? Also bei mir läuft's wirklich normal. Ja, also ich habe auch kein Problem. The fuck? 2019 0307, müsst ihr mal gucken. So sieht das unter der Insel aus. Mhm. Interessant ist, dass die bei dir Insel bei mir halt auch gar keinen Effekt hat. Also Unterwasserwelt ist gar nicht vorhanden. Was ist das für eine Insel? Ich glaube, es hat die Insel nicht geladen. Ich bin gerade mal ganz kurz weg, bis gleich. Ich bin durchweg am Saufen hier gerade, aber ich sterbe nicht. Ah, hier hat's einen Schädel. Nun, Alt-F4 wäre wohl Krieg der. Ich den? Ey, das ist ein garstiger Schädel. Was passiert jetzt, wenn ich mit dem über die Insel laufe? Oder schwimme? Ja gut, ich schwimme jetzt gerade über die Insel. Das ist irgendwie dezent. Ah, oh Gott, nein, ich schwimme wieder unter die Insel. Das ist dezent verstörend. Es ist interessant. Nein, zum Ruderboot. Zum Ruderboot. Oh Gott. Geh bloß nicht auf den Stein drauf. Ah, das Ruderboot ist in Ordnung. Auf dem Ruderboot ist bei mir safe. Aber die Insel ist halt komplett am Arsch. Trifft, die schwimmt bei mir einfach am Strand rum. Das ist irgendwie so. Wie hieß die Insel noch gleich, Mark? Keine Ahnung. Ich habe sie Bug Island getauft. Tatsächlich weiß ich nicht, welche Insel das ist. Oh Neue Gott, Riffi, ich bin in unser Wasser. Riffi, du bist bei mir auf dem Ruderboot. Ja, ich bin auch auf dem Ruderboot. Hä, wo kommt der Schädel her? Den habe ich gefunden. Lol. Verkauf? Warte mal. Dort vorne ist ein Vor, oder? Nee, was ist das? Blauwolf noch da? Ist noch ein zweites Ruderboot, fällt mir gerade auf. Ja. Ich bin rausgegangen. Achso. Das andere ist das, mit dem wir gekommen sind. Das da ist warte, das, was warte, hier da lag. Ist. Das Mermaids. Ja, und wo ist Mark? Keine Ahnung. Raus. Er ist auch raus. Ich gucke mal ganz kurz nach, was das für eine Insel ist. Ich lasse euch die schöne Aussicht. Also im Osten, Nordosten wäre Golden Sands. Das ist nicht Golden. Sanctuary? Keine Ahnung. Wo wir eben verkauft haben. Wir sind auf Sea Dogs Rest. Na, das gibt dir den Rest. Ja, irgendwie schon. Alleine dieser Spruch. Rest in Peace.
Rest in Sea Dogs Peace. Übrigens fällt mir gerade auf, so wie die Gebiete angeordnet sind, wie das neue Gebiet angeordnet wurde, könnte es sein, dass noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Gebiete angefügt werden können. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Ruderboot unter ihr losfahre? Das würde ich nicht appreciaten. Ich mach's aber. Ruderst du über den Sand? Also. Ui, nein. Okay. Ruder mal um die Insel rum, bitte. Ich wollte eigentlich zum Außenposten verkaufen. Betreiben müssen wir es jetzt nicht. Ui. Aber ganz, ganz im Ernst, ich spiele jetzt wirklich schon hunderte Stunden in diesem Spiel, aber das habe ich noch nie gesehen. Und ich bin zum Ruderboot rausgeschwemmt worden. Jupp. Nice City. Wupp. Ah, da hinten ist Crescent und da ist Mermaid's Hideaway. Da irgendwo. Jetzt ein Sturm. Ja, jetzt ein Sturm und ich war komplett weg. Also, vor allem der Wellengang ist ja krass hier. Immer diese Hacker mit Tsunami-Mod. Ich bin wieder vom Schiff runter. Ich warte auf dich. Warte mal. Jo. Ah, nee, so viel Insel lädt es gerade noch. Mit Inselrudern kannst du nicht. Ja. Wobei, warte, aber stimmt, nur, bis eine Welle kommt. Die wird gar nicht richtig geladen. Lol. Naja, Jungs, ich muss mich an der Stelle verabschieden, ne? Ja. Hau rein. Ich wünsche gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht, Marc. Okay, also definitiv. Das Ruderboot hält sich an das, was ich gesagt habe. Nice. Aber der Rest irgendwie nicht. Nice. Ich bin ein Assi, ich gehe den Schädel verkaufen. Ja, tu das. Hast du nur dein Recht, aber. Pff. Okay, the fuck, ey. Bin gerade ein bisschen geflasht. Wee! Von mir ist halt das Zeugs, wie es halt die. Wie es halt die. Wie es halt die Modelle einfach überhaupt nicht lädt. Ja. Na, nun gut, das wollte ich einfach noch kurz... 2000 was Spiel. Ich bin davon getrieben. Die Insel ist wieder schon abgetrieben. Oh, wow. Das wollte ich einfach noch mal kurz euch zu Gemüse führen. Weil das habe ich echt noch nie gesehen. Nebst davonfliegenden Schiffen und herumkatapultiert werden unter Wasser, ist das jetzt einfach die Krönung, was ich bis jetzt an Bugs in diesem Spiel gefunden habe. Alter Verwalter. Jakobs Krönung. Jakobs Krönung. Und damit, danke für diesen kleinen Nachtrag. Gute Nacht. Tschüss.